Mamma mia. Sogar kurzärmlich ist er. Ein böses Omen. Merio treibt sein Unwesen. Lieber der Babidi. Hey, die Cutscenes sind aber schon ziemlich überarbeitet, ne? Wenn nicht sogar komplett. Oh, look at that. Zumindest ordentlich remastered. Das sah nicht so aus auf dem GameCube. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Welcome to Idlefield. Das sah schon eher so aus. Er hat auf Pause gedrückt. Und ihr habt Videobeweismaterial. Die könnte man jetzt dann gleich bei der Behandlung vorher, bei der Verhandlung vorlegen, als. Na, da wart ihr noch im Flugzeug, als der da schon rumgeschmiert hat. Der Plot hat jetzt schon vorn und hinten Löcher. Von einem Mario-Spiel hätte ich eine bessere Story erwartet. Das geht ja mal gar nicht. Die Mario-Reihe ist doch eigentlich so ziemlich gleich nach Final Fantasy und Persona für seine tollen Stories bekannt und Xenoblade. Aber ja. Yep, hier merkt man schon, dass die Steuerung im Vergleich zum 64er-Teil viel direkter ist und viel sensitiver reagiert. Ich glaube, das fühlt sich jetzt direkt nach 64 schon recht gut an. Die Steuerung, kann ich mir vorstellen. Warten wir mal ab, wenn das Spiel richtig losgeht. Da war 64 schon noch schwerfällig dagegen, glaube ich. Oh oh, da ist irgendwie ein bisschen Schmutz auf der Fahrbahn. Machen wir lieber eine Vollbremsung und stürzen fast ins Wasser. Ja, es ist wirklich ein bisschen problematischer Schmutz, das stimmt. Verstehe das nicht ganz. Weil das Mario ein stummer Held ist, ist okay und ist schon klar. Aber warum animieren die ihn dann dauernd, als würde er reden? Man versteht ihn nur nicht. Das ist irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Dann soll er doch nur mit Hmm und Mamma Mia kommentieren. Aber dass er hier immer steht und wah, 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 wah macht, ist ziemlich dämlich für einen stummen Protagonisten. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Ja, genau so. Genau so sollte es machen. Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja. Okay, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich nochmal ein anderes Spielgefühl. Das ist viel besser. Muss ich schon echt sagen. Das ist schon nochmal die nächste Evolutionsstufe der guten 3D-Weltsteuerung hier. Ja, ja, das ist schon was anderes. Was? Ich kann überhaupt keinen Rutschsprung machen. Hä? What have I done? Map habe ich ausgerufen. Aufgerufen. Ausgerufen. Map, bitte melden Sie sich beim Schalter. Oh oh, und tot. Complete. Thank you for purchasing this item from GAD Science Incorporated. Preparing to register customer information. Scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom. Data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Proceeding with user instruction. Das ist mal eine Origin Story. Use the button to shoot water from my pool.
press the button, you can stop and shoot. You can then use the stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the button to hover in the air for a short time. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the button. Instructions complete. Proceed. Na dann. Nein! Bitte nicht! Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr diesen kurzen Pfff machen. Das ist irgendwie doof. Würde ich gern. Shiny. Heißen die Shiny? Ich glaube schon. Ach, ein Bravissimo. Ah. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Indeed, how can one not be aware of what is going on? Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness descriptions. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario! Objection! Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used shine sprite numbers at the shine gate. But the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine Mario sprites 64 wollte nicht mehr gespielt werden von mir. The perpetrator dann habe ich gesagt, na gut, dann spielen wir halt Sunshine. And you,
Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. So, und jetzt geht's im Grunde in Mario Sunshine drum, und das fanden viele Fans nicht so gut, dass man quasi im Gefängnis mit den ganzen Koopa und Goomba Gangs klarkommen muss. Man muss immer aufpassen, dass man unter der Dusche nicht abgestochen wird. Man muss sich irgendeiner Gang anschließen und schauen, dass man genug Verbündete sammelt, damit man gegen die anderen Gefängnisgangs irgendwie sich schützen kann, zumindest, wenn nicht sogar durchsetzen. Und am Schluss kommt dann die große Revolte und man erschießt den Gefängnisdirektor und wird dann zum neuen Bowser. Und reist in die Vergangenheit und entführt dann die Prinzessin von Vergangenheits-Mario. Da wird dann die Story quasi, das ist so ein Time-Loop, so eine Time-Loop-Geschichte. Mario 64 wollte wirklich nicht mehr gespielt werden. Nachdem man es durchspielt, kommt dieser Bildschirm, da steht hier Kuchen. Und dann ging es nicht mehr weiter. Und dann musste ich ins Hauptmenü zurück. Und dann habe ich gesagt, na, wenn wir jetzt schon im Hauptmenü sind, dann starte ich jetzt Sunshine statt Mario. Selber schuld. Los, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass am Anfang hier alles so dunkel war. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mit Yoshi hier dauernd Früchte gegessen habe. Aber das verwirrt mich sehr stark. Ich möchte nämlich die ganze Zeit den Rutschsprung machen, aber mach dann das da. Und das ist alles andere als der Rutschsprung. Aber die Tastenbelegung ist quasi die gleiche. Das wird mich fertig machen. Aber ansonsten ist der Flow in Sunshine wirklich gut. Ist wirklich viel besser als in 64. Ich meine, im direkten Vergleich jetzt. Zu seiner Zeit war 64 halt echt revolutionär und Sunshine halt nicht so. Aber so im direkten Vergleich fühlt sich das schon einfach viel besser an. Aber ich meine, wäre auch fast ein Wunder, wenn nicht, ne? Ist eh ganz klar. Aber hier macht das Movement einfach auch wirklich mehr Spaß auch. Also es geht flüssiger von der Hand. Nein! Ah, warte mal, kann ich hier nicht? Genau, Wasserturbo. Na gut, nur gewöhnen muss ich mich wieder dran an das Steuerung hier. Anders ist es halt doch ein bisschen. Und ich will wirklich intuitiv die ganze Zeit diesen kleine Tröpfchen durch die Gegend-Schieß-Move machen, der eigentlich geht, wenn man halt auf dem GameCube die Schultertaste kurz angetippt hat. Aber das funktioniert hier nicht mehr in Sunshine. Und das ist schade. Voll Crusader! Dankeschön für die Bits. Mario im Knast, das würde ich spielen. Moment mal, ich glaube, das bin gar nicht ich. Ah, ich wollte schon wieder den Ducken und Springen Move machen. Oh, das ist nicht fair, absolut nicht fair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie dieses einzusetzen. Oh.
Ah. Verfolgen wir lieber den Kriminellen. Doch geht noch springen und kurz Schultertaste. Aha. Springen und kurz Schultertaste. Ach so, für den Phew Bobble Dingens. Okay, cool. Muss ich mal testen. Ah, aber das ist nicht wirklich, was ich meinte. Es war eher so ein... Ah, das ist nicht schlecht. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ja, das habe ich gesucht. Das muss ich mir mal noch irgendwie testen, wie das funktioniert. Aber das ist es. Ah, die obere Schultertaste. Cool. So, ich muss mich echt erst wieder dran gewöhnen. Das steuert sich jetzt doch ein bisschen anders halt. Aber schon allein die frei bewegbare Kamera ist ein Traum im Vergleich zu vorher. Muss man schon sagen. Toll. Eine blaue Münze sammelt 10. Ein Besuch ab. Gut, machen wir. Hallo, Nadine, mir geht's gut. Ja. Alles cool soweit. So, was muss ich eigentlich machen? Fahrt zur großen Mühle. Okay. Das werde ich sehr oft benutzen, glaube ich. Funktioniert zwar jetzt ein bisschen anders wie früher und ist irgendwie ein bisschen komisch, aber passt schon. Es ist immer noch ziemlich mächtig, auf jeden Fall. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Aha. Au. Aha, Mist, ich sollte auf Jetpack umstellen. Was Mario Sunshine, Mario 64 auch voraus hat, auf jeden Fall... sind Bosskämpfe. Weil die Bosskämpfe in Mario 64 sind meistens eher... Naja. Aber in 64... in Sunshine haben sie sich ja wirklich ein paar coole Sachen einfallen lassen. Finde ich zumindest.
Oh, was? Mach's gut, Vollen-Crusader. Gute Nacht. Bis bald. Damals ohne Bart. Das ist echt ein guter Name, finde ich. Für einen Retro-Podcast. Na, dann gehen wir gleich nochmal rein in den Level, oder? Why not? Monte Bianco. Nieder mit Mutant Tyrannia. Das ist gut. Da ist auch schon unser erster Bosskampf dann. Nicht gut. Land auf dem Baumstamm, bitte. Ach verdammt, ich will immer diesen nach vorne Rücksprung machen. Es ist furchtbar. Das kriege ich, glaube ich, so schnell jetzt nicht mehr raus. Keine Brücke, was? Die Brücke ist zerstört. Ah, gut, danke für den Tipp. Ah, warte mal, das lädt, glaube ich, mein Wasser wieder auf, oder? Genau. Nice! Nein! Ach, come on! Gut, mach's gut, ciao. Dir auch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Kann ich die Möwen abschießen eigentlich? Und wenn ja, was passiert dann? Wahrscheinlich sind sie dann nass. Schätze ich mal. Könnte sein. Thank you.
Damn it. Au. Aus irgendeinem Grund, ich muss mal gucken, ob ich das machen kann. Hier nicht. Aus irgendeinem Grund hätte ich beim Schießen gern die Steuerung invertiert. Aber ich gewöhne mich schon dran. Das ist am Anfang immer komisch, aber man gewöhnt sich an sowas ja recht schnell, wenn es nur um die Invertierung geht. Was war denn das? Da. Mario 64 haben dies auch invertiert zum Original. Die Kamerasteuerung, ne? Hat mich am Anfang auch fertig gemacht, ja. Yahoo! Ich war mir nicht sicher, ob die wirklich invertiert ist oder ob ich es nur nicht mehr gewöhnt bin, aber auf jeden Fall hat es sich komisch angefühlt. War falsch, die Kamera. Oh oh, ein Hinweis. Oh, mir geht gleich das Wasser aus. Mm-hmm.